Herzlich willkommen zurück und moin moin, ich bin's wieder, eure Zimmertag. Und ich habe euch Türchen 12 vom Kalender von Anne Stempel Design mitgebracht. Eine zauberhafte Adventszeit und ich würde sagen, wir gucken noch mal direkt rein. Und ich bin schon super gespannt. Was wird heute? Wird heute was Weihnachtliches oder nicht Weihnachtliches? Was denkt ihr? Was Weihnachtliches? Nee, ist nicht. Glückwunsch, was du hast, hat keiner. Glücksbringer. Oh ja, das finde ich auch cool. Da werde ich doch auch mal was Schönes machen. Oh, da fällt mir bestimmt was Tolles zu ein. Ja. Und während ich jetzt vorbereite, habt ihr ein kleines Päuschen. Und naja, ihr seht es ja direkt im Anschluss. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns sofort wieder, wenn ich fertig vorbereitet habe. Bis gleich. So, Freunde, ich habe da mal was vorbereitet. Das wird heute für den April vom Hundekalender draufgehen. Und ich glaube, ich muss zensieren, weil mein Bruder ist damit drauf. Das heißt, das Bild kommt einmal so rum. Und dann holen wir das hier mal alles raus. Ich habe wieder ein bisschen koloriert. Und ich kann mich gar nicht mehr, das ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich das alles gemacht habe. Jetzt muss ich erstmal wieder überlegen, wie ich das gemacht hatte. Ich sollte da mal Bilder von machen, ich sag's euch. So. 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 Was sagt ihr? Ist doch eigentlich ganz cool, oder? Ja, ich glaube, so wird es am ehesten was. Das heißt, ich klebe als allererstes mal eben den Kreis. Das mache ich ohne euch. Beziehungsweise den kann ich so schon mal mit euch kleben. Ja, ich habe viele Tage tatsächlich auch vordrehen können und heute ist erst der 12. Das heißt, ihr seht das Video quasi live. Was heißt live, ne? Also ihr seht es ein, zwei, drei Stunden später. Und ich hänge hinterher. Und ich weiß nicht, ob ich bis zum 24. alles schaffe. Und muss ehrlich gesagt auch zugeben, dass ich auch noch nicht sicher weiß, wie die Zukunft dieses Kanals aussieht. Weil es werden gefühlt immer weniger Zuschauer und ich merke, dass ich mich in letzter Zeit viel auch zum Basteln zwingen muss. Also insofern, dass das einfach auch zu viel wird. Mir macht Basteln weiterhin wahnsinnig viel Spaß und ich könnte es jeden Tag tun, aber ich habe einfach die Zeit aktuell nicht. Und wenn jetzt dann eventuell auch noch ein Hund dazu kommt, dann wird das Ganze etwas schwieriger. Und deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, wie die Zukunft hier aussehen wird, ob ich wirklich quasi das Budgetieren hier komplett rüberhole auf den Kanal. Das könnte sehr gut passieren, dass ich das mache. So, wir reden gleich weiter. Ich muss eben kleben. So, dann geht es auch schon weiter. Das ist nämlich mein Bruder. Und ja, der muss natürlich nicht unbedingt mit mit im Internet sein, wenn er es nicht möchte. So. Ja, ich überlege, das Basteln wirklich nur noch zu machen, wenn ich Lust dazu habe, wenn ich Zeit dafür habe. Ich merke jetzt einfach gerade mit den ganzen Weihnachtsvideos, dass die Zeit unfassbar knapp ist. Ich nehme mir gerade einfach die komplette entspannte Weihnachtszeit und muss auch noch so viel basteln. Ihr seht, ich bin erst im April.
Und wir haben den 12. Das heißt, ich habe noch gut was vor. Und man hat ja nicht nur Zeit zu basteln. Deswegen überlege ich wirklich, ob ich das Budgetieren hier komplett rüberhole. Erstmal auf beiden Kanälen bei. Also das Budgetieren hier auch mitlaufen lasse und auf dem anderen Kanal. Und dann hier komplett rüberziehe. Und hier dann wirklich nur noch bastel, wenn ich Lust habe. Und ja, das ist auf jeden Fall schon eine Überlegung für mich, das so zu machen. Die nimmt immer mehr Gestalt an, diese Überlegung. Und ja, es kann sehr gut passieren, dass ich das ab Januar so machen werde. Zwischen den Feiertagen wird hier auf dem Kanal auf jeden Fall nicht viel passieren. Und dann ab Januar sehr wahrscheinlich der Wechsel. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Es ist halt wirklich so, dass teilweise meine Bastelvideos nur von 10 Leuten geguckt werden. Und ja, ich könnte jetzt sagen, dann ist mir der Aufwand zu groß, aber dann ist mir der Aufwand ist mir nicht unbedingt zu groß, aber der Zwang dahinter, dass ich dann immer ein Video parat haben muss, der ist mir quasi zu groß. Und ja, das muss ich wieder ändern. Ich muss wieder ein bisschen mehr Spaß daran finden. Und auch einfach ein bisschen weniger Zeit reinstecken in Zeiten, wo ich wenig Zeit habe. Und dann passt das auch wieder. Aber der Kanal wird dann über kurz oder lang eben auch der Budgetierungskanal mit sein, denke ich. Ich hoffe, das ist okay für euch. Witzigerweise. Ja, ist, ach, auch egal. Oreal, habe ich letztes Video schon erzählt, dass ich auf diesem Kanal auch öfter mal so negativ Dinge habe und auf dem anderen gar nicht. Ich weiß ja auch nicht. Habe ich erwähnt, dass mein Auto heute Morgen schon wieder nicht angesprungen ist? Quasi das dritte Mal. Sag's euch, ich bin gar nicht genervt davon. So, jetzt ist die Frage, ob wir noch ein bisschen Glitzer mit reinbringen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das reicht mir so. Ich finde das eigentlich so ganz schön. Und wir haben ein paar Kleeblätter. Und ja, das wäre mein Beitrag zu diesem Stempel. Und ich finde den tatsächlich wirklich total klasse. Und ich hoffe, er gefällt euch auch. Wie findet ihr den denn? Ja, morgen geht es auf jeden Fall mit Nummer 13 weiter. Und wir schauen mal, was da dann dabei rauskommt. Ich weiß auch gar nicht, was das genau für ein Stempel war. Vorbereitet ist er auf jeden Fall schon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen 12.12. Noch 12 Tage bis Weihnachten. Und ja, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Eure Thimbletech. Bye, bye.